Okay, dann stellen wir wieder auf normale Geschwindigkeit. Also ja, lassen wir den Rest die normale Geschwindigkeit verlaufen. Lieber. Nicht, dass wieder ein Dieb kommt und uns die Insignien klaut. Weil er es irgendwie geschafft hat, sich durch den Speed durchzumogeln. Wir werden angegriffen. Ei! Verstanden. Ja, sorgen wir für ein bisschen mehr Kampfkraft. Wobei wir die ja eh auf unserem Gebiet haben sollten. Wie ihr wünscht. Ei, auf euren Befehl. Jawohl! Da ein Dieb wurde entdeckt. Der letzte wird sich wahrscheinlich bei der anderen Gelegenheit durchgemogelt haben. Ja, wir haben wieder unsere zwei Siege, Gott sei Dank, sonst hätten wir neu laden müssen. Ich würde gerne wissen, wo das Geld hingeht. Oder läuft die Messe noch? Nein, die Messe. Die... Ah, jetzt ist sie zu Ende. Okay, deswegen, wir haben das Geld aus der Kirche noch gar nicht. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Jetzt haben wir auch wieder genug Tierkörper, um ein paar zu verkaufen. Ein Karren wurde ausgesandt. Und auch etwas Fisch, um ihn zu verkaufen. Sofort! Sofort! So. Ei! Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Hier mal zurück. Ei. Ein Trupp Schwertkämpfer. Verstanden. So, Gold dürfte jetzt wieder reinkommen durch den Handel. So, die da werde ich ein bisschen nachrüsten, die Truppen. Die auf den Mauern sehen alle ganz gut aus. Aber wenn wir Glück haben, kommt maximal noch ein Angriff von Crimson Sabbat. Und ja, ich weiß, ich gebe auch Geld für den... Dings aus. Ah, ich habe hier Schafe über. Ja, ich glaube, ich habe ein Gebiet eingenommen, wo Schafe drin waren. Ja, sehr, ich könnte mit Bannerträgern anfangen. Oh. Zwei Stück zu bauen. Ja, man hat wohl gemerkt, die Verzögerung, dass der Dieb uns die Insignie geklaut hat, bis die Meldung kam, dadurch, dass wir den Speedboost an hatten.
Und da ist der Speed-Bonus, also der die Geschwindigkeit zu erhöhen, doch keine so gute Idee in dem Fall. So, da kommen unsere angeschlagenen Truppen, die wir wieder ein bisschen aufputschen wollen. Ich frage mich gerade, welches Gebäude hier noch arm ist. Also abgesehen... Ach ja, die Apotheke, stimmt. Ich vergesse immer die Apotheke. Hier. Die wird arm sein. Auf euren Befehl. Sofort. Wie ihr wünscht. So. Jetzt haben die wieder Soldaten. Wir haben wieder eine kleine Armee. Haben jetzt Bannermacher. Sofort. Können Alandra wieder zurückschicken auf den Marktplatz für den Fall, dass... Hey, und die ersten beiden Banner hängen schon. An den Häusern der Bannermacher. So, 4 Minuten noch. Da kommen meine Truppen zurück. Da kommt der Landra wieder angeritten. Ja, weil wir brauchen jetzt noch 4 und dann können wir sie zur Herzogin. Also zum... eigentlich fast höchsten Titel ernennen. Damit Alandra aber etwas zufrieden ist, dass sie einen hohen Titel hat. Greif hätte es an Unterhaltung, wie auch immer das möglich ist. Geh einfach mal baden oder saufen. So, ein Banner fehlt noch. Ich werde ein Haus dekorieren, sehr schön. Flop. Ich werde mein Bestes geben, euch zu dienen. Immer. Das ist schön. So. Jetzt bräuchten wir mehr Bevölkerung, mehr dekorierte Häuser, mehr reiche Gebäude natürlich. Ja, aber dass wir jeweils in der Kampagne den Titel des Erzherzogs brauchen. Eigentlich ist der Erzherzog ja die... eine der beiden Siegmöglichkeiten in einem Skirmish oder in einem Gefechtsspiel, wie man es nennen möchte. Das bei entweder alle gegnerischen Parteien auslöscht, indem man eines ihrer drei Hauptgebäude zerstört.
Also die Burg, das Lagerhaus oder die Kirche. Wenn es eins davon platt ist, ist der Gegner platt. Oder halt indem man als erstes den Titel des Erzherzogs erreicht. Oder den anderen. Und ja, wie man sehen kann, für den Erzherzog fehlen uns noch ziemlich viele Sachen. Also 150. Ihr glaubt, dass die Insignien auf eurer Burg sicher sind? Nun, das sind sie ganz und gar nicht. Es klingt aber nicht gerade sehr vertrauenserweckend. So, noch 50 Sekunden. Wir haben noch beide Insignien. Bis jetzt scheint kein Dieb hier durchgekommen zu sein. Wir haben 666 Gold. Ja, nicht mehr lange. Da ist wieder Gold weggegangen. Jetzt haben wir weniger Gold, als wir vorher hatten. Wir haben die Insignie gefunden. Hier, nehmt sie und verwendet sie weise. Und vor allem, haltet sie von Crimson Sabbat fern. Wir müssen sicherstellen, dass die Insignien unsere Stadt erreichen. Ja. Das tun wir ja gerade. Indem wir sie beschützen, die Insignie. Naja, Crimson Sabbat kommt aus ihrem Gebiet ja auch nicht mehr raus. Wir kriegen keine Milch mehr. Beziehungsweise unsere Käserei produziert nicht mehr genug Milch. So, da kommt die Insignie hoffentlich bald auf eine Hauptstraße, damit sie schneller vorwärts geht. Sieht fast ein Dieb aus. Wurde entdeckt. Da kommt ein Dieb, aber der kommt nicht weit. Dieses Mal. Na komm, geben wir ein bisschen noch Geschwindigkeit. Ja, die sind jetzt Handelspartner. Die anderen beiden sind nur bekannt. Auch wenn wir von denen nichts handeln können, wirklich. So, da kommt die letzte Insignie. Eine der Insignien wurde auf unsere Burg gebracht. Dort sollte sie vor Crimson Sabbat sicher sein. Jo, Mission erfüllt. Hurra! Die drei Insignien sind wieder vereint. Die Wüstenkrieger
werden dem jungen Prinzen von Sahir und euch die Treue schwören. Ihr habt mächtige Verbündete gewonnen. Genießt den Augenblick, denn ihr habt den ewigen Zorn des Roten Prinzen auf euch gezogen. Als ob wir Angst vor euch haben. Nur vor euren Katapulten. Ja. Mission erfolgreich und wir haben wieder ein Video.